So, jetzt kommen wir zu den User-Fragen. In dem Fall von Reddit. Und bitte nicht lachen, aber der heißt wirklich Matli Bussebär. Und ich nehme die Meinungsverschiedenheit bei konkreten Themen und Entschließungsanträgen oft als Scharmützel wahr, die mir unauflösbar scheinen, weil es meines Wissens keinen Austausch über allgemeine Begriffe gibt, wobei es dabei nicht auf einem Austausch bleiben sollte, sondern zu einer tatsächlichen Begriffsarbeit kommen sollte. Das heißt Offenheit bzw. Möglichkeit der Überarbeitung einer Position einzuräumen, Dialektik anstelle von Standpunkt. Daher meine Frage. Gibt es interparteiliche Debatten, zum Beispiel über den allgemeinen Begriff der Leistung, sozialer Gerechtigkeit oder Kapitalismus? War jetzt ein bisschen okay. Viel, oder? Ja, war jetzt viel. Es mag sein, dass jede Partei eine andere Meinung hat über soziale Gerechtigkeit, davon bin ich überzeugt, ja. Ich kann nur sagen, innerparteilich gibt es über die Begriffe selber keine Diskussionen, weil wir eigentlich, also ich kann jetzt nur von meiner Partei reden, von der SPÖ, da einer Meinung sind und in eine Richtung gehen. Und die interparteilich, da hat man ja sozusagen die Ausschüsse im Parlament, wo man das dann ja debattieren kann. Ja, sicher. Also ich sage, da sind die Ausschüsse und da wird dann inhaltlich debattiert. Denken Sie, dass solche Debatten förderlich wären für konkrete politische Sacharbeit? Welche Debatten jetzt? Also diese interparteilichen Diskussionen, aber dass diese förderlich sind, ich glaube, das ist eher im Kontext. Also grundsätzlich gibt es ja immer wieder zu verschiedenen Themenbereichen, Veranstaltungen, wo man natürlich Interesse hat, aus allen verschiedenen, also von den verschiedenen Parteien, die verschiedenen Meinungspositionen wiederzuspiegeln. Ne? Ja. Und es gibt ja solche Veranstaltungen. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt extra mehr machen müsste. Wie bewerten Sie die Diskussionskultur in den Ausschüssen im Nationalrat? Die Diskussionskultur ist eine, die ich jetzt kennengelernt habe, dass nur dort, wo die Regierungsparteien Interesse haben, was durchzubringen, dass über das diskutiert wird und die anderen Themenbereiche leider Gottes nicht so, wie soll ich jetzt sagen, im Mittelpunkt genommen worden sind und diskutiert worden sind. Ergänzend dazu eine Frage von mir. Sie gelten als harte Verhandlerin. Hat das die Regierung die letzten 2 Jahre gespürt? Naja, das Problem ist, dass wir nicht in der Regierung waren. Ja, das heißt, verhandeln mit der Regierung war nicht. Ich habe mein Bestes gegeben in Richtung ehemalige Sozialministerin Hartinger, mit der ich absolut nicht übereingestimmt habe inhaltlich. Nicht bei Sie, da hat es ja andere gegeben. Was ist mit Ihnen? Fällt mir da ein. Ja. Alles Mögliche haben wir da durchgehabt, aber das ist halt die Sache in der Opposition, dass man nicht wirklich mitgestalten kann. So, dann sind wir bei der nächsten Frage von Suckling. Sollen erwartete Gesamtpensionszeiten per Gesetz angeglichen werden? Also Männer sind im Schnitt mehrere Jahre kürzer in Pension als Frauen. Also Sie meinen die Pensionsautomatik sozusagen, genau, ja. Dass das dann, nein, bin ich nicht dafür. Soll eine allgemeine Wehrpflicht für alle Geschlechter gelten? Ja, kann man machen, wobei aus meiner Sicht dieses soziale Jahr, das es gibt, eigentlich mehr in den Vordergrund stellen möchte, dass das, glaube ich, ein extrem wertvoller Beitrag für die Gesellschaft ist. Wobei das EU-rechtswidrig wäre, also das heißt, ohne Wehrpflicht kann es kein soziales Jahr geben. Ja, aber wenn Sie meinen, die Wehrpflicht, ja. Haben Sie jetzt gemeint für beide, genau, Geschlechter, oder? Ja, genau. Ja. Und da sage ich, ist auch dieses soziale Jahr, das es ja gibt, glaube ich, das muss man mehr forcieren. In einer Freiwilligkeit. In einer Freiwilligkeit, ja. Okay. Nicht, dass ich da durcheinander komme hier. Gibt es einen Clubzwang im Nationalrat? Und wenn nein, wann werden Sie einmal gegen den Rest der SPÖ stimmen? Also ich sage, aus meiner Erfahrung, nachdem wir ja jetzt Oppositionspartei waren, haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt innerhalb vom Klug bei den Diskussionen, weil wir ja eh einer Meinung waren.
Ich glaube, das Problem stellt sich dann, wenn man in einer Regierungspartei ist, um dann Kompromisse zu schließen, weil ja kaum eine Alleinregierung mehr stattfinden wird heutzutage, sondern meistens in einer Koalitionsform regiert wird. Und dort, aber da kann ich Ihnen jetzt keine Erfahrungswerte sagen aus meiner Sicht. Durch welche Leistung haben sich Pensionisten mit niedriger Pension eine doppelte Lohnerhöhung verdient, also die, die am wenigsten, allerwenigsten in ihrer aktiven Zeit an andere Pensionisten bezahlt haben? Naja, Sie meinen jetzt, weil die 3,8% genau, ja, jetzt erhöht werden für die unteren. Naja, da muss man, also man kann jetzt, ja, natürlich haben die weniger Beitragsjahre, dadurch haben sie weniger Pensionen, man muss halt die Hintergründe schauen, warum das so passiert ist. Ja? Mhm. Weil das wird dann immer teilweise so dargestellt, dass man sagt, die liegen nur in der Hängematte und haben eh nichts geleistet. Und das ist aber ganz im Gegenteil der Fall, weil das sind vor allem Frauen, die eben sich der Kindererziehung gewidmet haben, die unbezahlte Arbeit gemacht haben oder auch Menschen, die aufgrund von Krankheit nicht im Erwerbsleben so also teilhaben haben können oder eben durch Arbeitslosigkeit. Und ich glaube, es hat jeder seinen Beitrag geleistet in dieser Gesellschaft und es kann nicht sein, dass man die dann einfach im Alter im Stich lässt. Ja, und die müssen auch wovon leben. Natürlich. Und ich glaube, das zeichnet uns auch in Österreich aus, dass wenn wir ein gutes soziales Netz haben, dass keiner da durchfällt. Wäre es aber dann nicht besser, wenn man zum Beispiel gewisse soziale Fördertöpfe mehr bündelt, eben nicht für jede Lebenstätigkeit einen eigenen Fördertopf, sondern lieber einen Gesamt? Nein, ich glaube, das soll schon einfach ein Zeichen sein mit einer Pensionserhöhung, dass man wirklich sagt den Pensionisten, uns ist es das wert, dass sie da mehr bekommen. Mhm. Dass es eine Wertschätzung ist. Ja, ich rede jetzt zum Beispiel davon, dass manche Mindestpensionisten müssen dann haben eine GIST-Befreiung, haben dann zum Beispiel Vergünstigung beim öffentlichen Verkehr und so weiter. Wäre es natürlich besser, nicht diese Einzelbegünstigung zu haben, sondern zu sagen, okay, ihr bekommt da von einem Fonds ein Geld, damit das eben alles bezahlt werden kann. Ich glaube, nur Geld zu geben ist nicht immer der richtige Ansatz, sondern ich glaube, mit Sachleistungen, so wie dass ich eben gewisse Befreiungen habe, durchaus eine gute Balance ist. Dass nicht nur, also dass man Sachleistungen sozusagen bezieht, als auch Geldleistungen. Könnten Sie sich das zum Beispiel auch für Asylwerber so vorstellen? Weil da wird ja auch immer wieder diskutiert, Sachleistungen statt Geld. Ja, weil ich sage, man muss eine gute Mischung daraus finden. So, und zuletzt noch von meinem Kollegen August Peter Zurück bekomme ich immer wieder die Frage. Unter Kreisky galt die Devise Leistung durch Aufstieg. Heute scheint es so, als ob die SPÖ nicht mehr den Leistungsträgern, sondern nur noch jenen, die am Geldhahn des Staates hängen wollen, dient. Wie wollen Sie dem entgegentreten? Was wollen Sie den Hacklern bringen? Okay. Also aus meiner Sicht ist das, was Kreisky gesagt hat, was Sie da jetzt zitiert haben, nach wie vor gültig, weil wir wollen ja eine Verbesserung für alle Menschen im Land haben. Wir wollen ja weiter nach vorwärts gehen und nicht wieder zurückgehen. Ne? Mhm. Das heißt, das ist nach wie vor unser Ziel, dass es allen gut geht. Und auch die Lebensbedingungen der Menschen weiterhin verbessert wird. Mhm. Also das ist für mich schon ein wesentlicher Thema nach wie vor. Und ja, wir haben sehr viel erreicht durch die Sozialdemokratie, gerade was das Arbeitsleben betrifft. Und da müssen wir weiterarbeiten. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.